Herzlich willkommen, liebe Maja. Ich freue mich sehr, 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 dass wir heute zu einem Gespräch zusammenfinden können. Und zwar, du begeisterst mich schon seit, ja, seit über 1,5 Jahren, seitdem ich dich gefunden habe. Und ich bin total begeistert, was du machst. Ich habe wirklich fast jeden Podcast angeschaut, den es von dir gibt. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dir. Und deshalb herzlichen Dankeschön, dass das heute geklappt hat, dass wir heute mal zu einem Austausch zusammenkommen können. Dankeschön. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch, Dieter. Ich habe ja deine Podcasts auch gehört und sie haben Ja. mich ebenfalls begeistert. Deshalb habe ich sehr gern zugestimmt. Ich Super. werde dann auch auf meinem YouTube-Kanal das verlinken, wo man dich findet. Super, danke schön. Ja, liebe Maja, bei mir geht es sehr stark um das Thema Führung und Führungskräfte. Das war schon immer ein Thema, wo ich gedacht habe, da fehlt mir was. Ja. Da bin ich nicht ganz einverstanden damit, weil es doch so ist, dass gerade dieses Thema rund um den Menschen, was macht ein Mensch aus, eigentlich für mich den Erfolg bestimmt. Und Prozesse sind wichtig. Das Umfeld ist wichtig, gar kein Thema. Aber auch diese zwischenmenschliche Interaktion, die ist für mich eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass in einer immer digitalisierteren und technischeren Welt die Menschlichkeit das höchste Gut ist. Und das ist mir ganz wichtig. Und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, das will ich ändern, dafür gehe ich los. Und da will ich möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass nicht nur Systeme einen weiterbringen in der Führung, sondern auch Themen rund um die Menschen, die man führt und natürlich auch sich selber. Und was hat dich persönlich auf diesen Weg gebracht? Was war das? Was war die Initialzündung? Die Initialzündung war eigentlich, dass ich selber unterschiedliche Führungskräfte hatte in der Vergangenheit und ich festgestellt habe, warum hat es beim einen gut funktioniert und beim anderen schlecht funktioniert. Und das war immer wieder das Thema, dass die Führungskraft, die den Menschen, die das Herz berührt hat, weitaus erfolgreicher war. Ich habe das auch bei vielen jungen Führungskräften kennengelernt, wo ich immer dachte, warum kriegen die, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, die PS nicht auf die Straße, die sind so toll geschult, die sind so motiviert, die sind ja eigentlich auch von sich aus tolle Persönlichkeiten, aber diese Menschen haben es nicht hinbekommen, die Herzen ihrer Mitarbeiter zu erreichen und die mitzunehmen. Und deshalb, mir haben immer wieder so die wesentlichen Punkte gefehlt, wo ich dann auch mir überlegt habe, was sind denn das eigentlich dann auch für Punkte? Ja? Nach meinem Empfinden und meiner Erfahrung geht Kontakt überhaupt nur von selbst zu selbst. Das Absolut. andere sind Agreements, die wir treffen. Also in jedem netten Gespräch, was wir so haben, zum Beispiel, wenn ich dir was Nettes sage, du siehst aber heute gut aus oder ausgeschlafen oder ausgeruht oder sonnengebräunt oder was weiß ich. Und du sagst mir auch was Nettes zurück, dann ist es ein Agreement von sehr kindlichen Anteilen, die beschwichtigen, die einfach hoffen, dass wir uns jetzt nichts tun. Und das ist auch wichtig, weil das alles in uns da ist. Da ist nichts Ja. falsch dran. Es ist nur, wird nur verrückt, wenn wir glauben, das sind wir. Das sind nur Anpassungen, die wir leben, wo wir einmal Erfahrungen gemacht haben, dass das sehr viel besser war, sich mit jemandem gut zu stellen und so weiter. Und Menschen, die in einer abhängigen Situation sind, wie Mitarbeiter, werden immer versuchen, sich gut zu stellen. Die können gar nicht auf ihre Essenz zurückgreifen. Das geht gar nicht, weil sie ja die ganze Zeit sich anpassen müssen an die Gegebenheiten, wenn sie diesen Job behalten wollen. Und dadurch
verpassen ja Führungskräfte einfach alle Ressourcen, die da neben ihnen sind, die sie, die eingebracht werden könnten in das Unternehmen. Wiederum, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, gestern beim Spaziergang habe ich meinen Leithund Raida beobachtet. Mhm. Und immer wenn ein neuer Eindruck passiert, braucht er immer eine Weile. Dann steht er da und bewertet das. Und das macht ja Sinn bei einem Leithund. Es wäre sinnentleert, wenn der sich keine Zeit nimmt, etwas zu bewerten. Und alle meine Hunde warten seine Bewertung ab oder meine. Und je nachdem, wie die ausfällt, guckt er zum Beispiel so was an, was er noch nie gesehen hat, und macht dann so und schnüffelt weiter, wissen alle, nichts passiert, ist alles in Ordnung. Bleibt der aber so und guckt jemanden aus der Gruppe an, weiß jeder, jetzt muss gehandelt werden. Ich will damit sagen, welche Führungskräfte haben denn noch Zeit? Eine Führungskraft, die wirklich vom Wesen her auch eine ist, braucht Zeit. Sie braucht Zeit, Entscheidungen zu treffen. Das ist aber doch heute kaum möglich. Es muss alles schnell gehen, man muss schneller sein als die Konkurrenz, man muss ständig nur auf irgendwas reagieren und kann gar nicht mehr eine eigene, auch nur aus sich heraus, Bewertung treffen. Also es ist auch für die Führungskräfte kaum möglich, authentisch das zu leben, wenn sie nicht beschließen, ich will das so nicht mehr. Ich will auf meine Ressourcen zurückgreifen, die natürlich absolut viel stärker sind als jede Reaktion. Auf was mag sie noch so rhetorisch gut sein und geschickt? Auch der Bewältiger in einer Führungskraft ist halt nie so stark wie das Selbst von diesem Menschen. Ja. Absolut, ja. Ja, das Thema mit dem Zeitnehmen, Zeit geben oder sich selber auch Zeit geben, ja, das sind ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, ist es so, dass den Führungskräften oftmals die Zeit nicht gegeben wird. Auf der anderen Seite sie aber auch nicht einfordern, ja, oder sie für sich nicht nehmen. Natürlich. Das ist meine Beobachtung. Da werden teilweise, um nicht Entscheidungen treffen zu müssen, dann schon mal Ausreden zurechtgelegt, damit man da möglichst drum rumkommt. Ja? Und das ist dann genau das Gegenteil, was man eigentlich dann von der Führungskraft erwartet und wo die Mitarbeiter dann das auch nicht verstehen, ja, wo sie sagen, ja, halt, was will er jetzt eigentlich, ja? Oder warum ist er da so zögerlich oder warum geht er da nicht vorwärts, ja? Und das ist dann, wo die Bindung dann auch drunter leidet, ja, weil auch, ich sag mal, Führungskraft soll ja auch ein Stück weit die Richtung vorgeben für die anderen. Und wenn die merken, dass da einer sich die Zeit nicht nimmt oder auch unbedacht Entscheidungen trifft, ja, das macht er ein paar Mal und dann haben wir es wieder mit dem Thema Vertrauen und dann wird es da wieder schwierig. Ja. Das ist bei Hunden ganz genauso. Also Hunde würden niemals einem anderen Hund folgen, der ein paar Mal Entscheidungen getroffen hat, die nicht gut für alle waren. Danach richtet sich das einfach aus. Die sind aber nicht in dieser Abhängigkeit. Da gab es keine Einstellung im Betrieb, ja, sondern bei Hunden ist das, was ich ja so spannend finde, nach, ich weiß nicht wie viel, bestimmt 500 Hundegruppenbegegnungen, die ich in einer Studie mal betrachtet habe, wie die Hunde das miteinander tun. Die Mitarbeiter bei den Hunden kritisieren ganz heftig die Entscheidungsträger, wenn die Mist bauen, wenn die nicht in ihrer Kraft sind, wenn die zu hart sind, unangemessen sind. Sie helfen aber auch, wenn sie einen Entscheidungsträger mögen, helfen sie dem auch. Da habe ich auch einige Videos auf dem YouTube-Kanal.
Mein Leiter und Raida hat zum Beispiel mal den Fehler gemacht, so einem kleinen Herausforderer, der mit einem Stock vor ihm wegrannte, hinterher zu rennen. Und Raida ist so eher so ein Haflingerpferd und der Kleine war so ein Rennpferd. Ja? Der hätte den nie eingeholt. Und dann war noch eine Hündin auf dem Platz, eine Border Collie-Hündin, die so der Typ Chefsekretärin ist für hündische Entscheidungsträger. Und die beobachtet das die ganze Zeit, siehst du auch in dem Film, die beobachtet das, kriegt mit, dass der Entscheidungsträger, der Raida, sich jetzt voll blamiert. Und dann nimmt sie einen Stock, der in ihrer Nähe liegt, und haut dem den Stock vor die Nase. Und Raida bremst, verharrt kurz, nimmt den Stock und macht dann Ressourcenarbeit und sagt zu dem kleinen Rennpferd, ah, jetzt habe ich was und das kriegst du nicht. Und beansprucht das und kann so zeigen, in welcher Weise er ein Entscheidungsträger ist. Es geht ja nur in diesen Spielen um einen Nachweis. Wie bin ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Und wie bist du? Es ist nicht mal nur Wettkampf, sondern auch ein Kennenlernen. Ja? Und ich meine, solche Dinge, jetzt mal abgesehen davon, dass sie unwahrscheinlich wirken am Anfang, dass Hunde so komplexe Sachen miteinander machen, kann man aber sehr viel lernen, dass die wissen einfach, wie es geht, weil sie Dingen folgen, die ganz natürlich in ihnen angelegt sind. Und wir haben durch den sozialen Status, den wir ganz künstlich vergeben, nämlich dass jede Führungskraft mehr wert ist als ein Mitarbeiter, ein Arzt mehr wert ist als eine Verkäuferin und so weiter. Es ist ja ein sozialer Status, den Hunde nicht pflegen. Und die haben einen psychologischen Status, also wie reif sind sie? Ja. Und wir Menschen auch, wir haben der echte Status bei uns Menschen ist, wie reif ist ein Mensch und welchen spirituellen Zugang hat er, also wie verbunden ist er mit dem Rest. Diese beiden haben wir, aber der soziale Status ist einfach von uns erfunden und wir alle glauben dran. Man sagt ja immer, absolut, ein Entscheidungsträger muss mehr verdienen, weil er ja so viel Verantwortung trägt. Mhm. Wenn aber dieser Mensch das als natürliche Ressource in sich hat, dass er Entscheidungen treffen kann, so wie mein Leithund zum Beispiel, dann ist das für ihn eine genau solche Arbeit wie eine Verkäuferin, die Geld zu verwalten hat an der Kasse und den ganzen Tag lang konzentriert sein muss und freundlich. Das ist, wenn das ihre Ressource ist, dieser soziale Kontakt, dann ist das nicht anstrengender als das andere. Das Anstrengende ist immer nur, wenn die Bewältiger es tun. Dann wird es anstrengend. Ja, wenn man Angst hat, Fehler zu machen, was ja gerade bei den Führungskräften eine Riesennummer ist. Dass die Panik haben, mal irgendwie einen Fehler. Deswegen treffen sie ja auch schnelle und falsche Entscheidungen, damit es nicht auffällt, dass sie keinen Stich haben, gerade jetzt von dem Thema. Die trauen sich halt nicht zu sagen, ich weiß das nicht. Und anstatt ihre Mitarbeiter zu fragen, so etwas gibt es bei uns irgendwie nicht, da gibt man sich eine Blöße. Das wäre aber Stärke, seinen Mitarbeitern was zuzutrauen. Die sind doch auch im Unternehmen. Es sind Menschen, die haben Ideen und Ressourcen. Ja? Oder solche Gebiete wie, ich hatte in Berlin eine Augenärztin, die eine fantastische Augenärztin ist, aber eine ganz schlechte Führungskraft. Ja, meine Nachbarin hat dort gearbeitet am Tresen. Und hat das immer wieder leidvoll ausgedrückt. Die wäre sehr nett, aber eine schlechte Führungskraft. Und die war damit völlig überlastet, die Ärztin, Führungskraft nun auch noch für das Team zu sein. Die hinterm Tresen war aber eine, von Natur aus.
Warum muss ein Arzt, der eine eigene Praxis hat, automatisch auch noch den Rest des Teams führen? Warum kann er nicht ein toller Arzt oder eine tolle Ärztin sein und jemand im Team, der eine gute Führungskraft ist, führt? All das wären Möglichkeiten, die uns so in unsere eigentliche Kraft bringen. Aber wir Menschen haben totale Angst, dann das Gesicht zu verlieren. Und dann zeigt sich eben auch das Wichtigste ist doch immer, warum? Warum wollte jemand führen? Warum möchte jemand die Kontrolle haben? Und in meiner Arbeit mit Menschen und Trauma habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen führen wollen, damit sie nie wieder einen Kontrollverlust erleben und einen Missbrauch, der ihnen passiert, von anderer Seite. Die haben als Kind davon so viel erlebt, dass sie das nie mehr wollen und einfach die Kontrolle haben wollen. Und dann, und das, der zweite Grund ist eben, dass sie kapiert haben, die Bewältiger in den Menschen haben kapiert, dass da mehr soziale und finanzielle Anerkennung wartet und sie mehr darstellen. Und da jeder Mensch um Anerkennung ringt und wenn er sich verloren hat, das, was wirklich einen Wert hat, dann wird er immer auf diesem Weg weitermachen. Es ist also für mich eher im gesellschaftlichen Feld, also eine Not, die uns alle betrifft und die jeder Mensch mehr und weniger auf seinem Weg auch erlebt, ob er nun Führungskraft ist oder ein Mitarbeiter. Und diese Themen wären für mich wichtig, dass wir die anschauen, dass wir uns denen stellen, ehrlich miteinander sprechen und immer mehr versuchen das eben auch. Weil sie einfach merken, das macht so keinen Spaß mehr. Es ist nur anstrengend. Absolut, ja. Das würde ich mir wünschen, gerade in der Geschäftswelt, dass da diese Einsicht mehr an Bedeutung gewinnt. Und das ist auch die Beobachtung, die ich gemacht habe in den Unternehmen, in denen ich war, oder auch wenn ich mir die anderen Unternehmen rundherum anschaue. Es war ja früher so, dass sich, allein schon wenn man mal die Begriffe von Führung anschaut, hat sich ja ein bisschen schon was entwickelt. Es gab ja früher ganz schlimmes Wort, den Vorgesetzten und den Untergebenen. Ja? Das war ja früher mal so. Jetzt ist man schon beim Mitarbeiter und Führungskraft. Und das Neue, was kommen wird, ist ja, das verfolgt schon deinen Gedanken, den du hast. Ist der Coach und der Spezialist. Wenn ich jetzt gerade an die Augenärztin da denke, die du erwähnt hast, weil eine Führungskraft für mich muss nicht der Spezialist sein in den ganzen Fachgebieten. Ja? Er kann es sein, aber ist nicht zwingend erforderlich. Ja? Ja. Eine Führungskraft, die muss die Verbundenheit haben mit dem Umfeld, die muss andere befähigen können, die muss andere ermutigen können, die muss andere mit anderen Themen führen als nur der Fachlichkeit. Und du hast angesprochen, ein großes Thema aus der Vergangenheit. Ja, da war halt der beste Konstrukteur, war halt irgendwann mal der Konstruktionsleiter, ja, weil er halt fachlich, ob er es menschlich konnte, ob er das herausgekitzelt hat, was in seinem Team gesteckt hat. Ich bezweifle, dass das oft stattgefunden hat, weil der eigentlich seine Leidenschaft, sein Herzensthema eigentlich die Konstruktion war und vielleicht nicht das Führen von Mitarbeitern. Ich habe schon so oft gehört, auch von Führungskräften, ja, wenn bloß das Thema Führung nicht wäre, ja, so mehr oder weniger deutlich ausgesprochen. Also lass mir doch mit dem ganzen Zeug da in Ruhe. Ich will programmieren oder ich will Zeichnungen erstellen oder ich will dies und das machen. Ja. Aber so weit sind die Unternehmen im weitesten Form noch nicht, dass die sagen, okay, es gibt dort Spezialisten, die sind sehr, sehr gut, aber es gibt auch diejenigen, die Menschen untereinander verbinden oder aber als Herzenswunsch, und ich glaube, das ist so ein Thema, was ich schon sehr stark immer gelebt habe,
die Mitarbeiter zu fördern, die Mitarbeiter ins Licht zu bringen, ja, und lieber dann selber ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und sagen, komm, du bist so toll, du schaffst es und wenn du Unterstützung brauchst, dann kannst du mich jederzeit fragen, aber das ist jetzt dein Thema und du machst es besser, als ich es könnte. Ja. Und das ist auch so was, wo man vielleicht lernen muss in unserer heutigen Welt, dass es ja, ich nenne es jetzt einfach mal einen Vorschuss an Vertrauen auch geben muss, damit der andere ins Licht kommen kann. Also man kann, glaube ich, Vertrauen nur auf Vorschuss geben, so wie du das sagst. Man kann, Vertrauen ist eben ein Verb. Also man muss vertrauen. Ja. Das andere, das erstmal nachweisen müssen, sind halt Hoffnungen von kindlichen Anteilen in uns, die mal sehr viel Schmerz erlebt haben, Enttäuschung oder auf die Nase gefallen sind mit anderen. Die wollen dann gern, beweis es mir erst und dann vertraue ich dir. Aber das so funktioniert Vertrauen nicht. Man kann aus Fehlern lernen und immer wieder neu vertrauen, weil man das selber macht. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Das ist aber für uns alle sehr schwer, je nach auch Themengebiet, weil gerade diese Verhältnisse von Abhängigkeit die meisten Menschen so sehr an die Ohnmacht erinnert, die sie als Kind erlebt haben in unterschiedlicher Art und Weise. Damit meine ich gar nicht, dass sie geschlagen wurden oder jeden Tag angebrüllt. Es reicht, dass man in seinem Sein nicht bestätigt wurde und sich zum Beispiel an traumatisierte Eltern anpassen musste. Das führt einen als Mensch in eine Ohnmacht, weil man nicht stattfinden kann. Man muss sich an Bedingungen anpassen, um diese Eltern zu haben. Und man muss seine eigene Wahrnehmung wegschieben. Man muss auf so viele Ressourcen verzichten, die in den Eltern zum Beispiel Schmerz berühren, weil sie diese Lebendigkeit nicht mehr haben, weil es ihnen wehtut, wenn ein Kind das ihnen zeigt. Das sind ja alles Dinge, die passieren unbewusst. Also sie passieren. Ja. Absolut, ja. Ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, diese Prägungen, die wir dort, oder ich nenne es jetzt ja, vielleicht ein bisschen zu hart schon Konditionierungen, die wir dort erfahren haben, die nimmt ja jeder mit ins Leben. Genau. Und das Schlimme daran ist, dass viele sich dann aber nicht an die Arbeit machen, diese Dinge wieder aufzulösen. Ja. Und, aber sie wissen es nicht, Dieter. Die meisten Menschen wissen das einfach gar nicht, weil es ja nicht in die Welt getragen wird, in irgendwelchen Medien, also in den öffentlichen und so weiter. Da wird ja ganz anders gearbeitet. Deswegen ist es so wichtig, dass bei diesen sensiblen Beziehungen Macht, Ohnmacht und so weiter, all das, was das aufbringen könnte, dass es da immer mehr Menschen gibt, die als Vorbild sich hinstellen und das einfach leben. Ja. Anders kann man es nicht machen oder die aufklären. Aber es nützt, glaube ich, nichts, wenn wir bedauern, dass es noch so wenig gibt, die das machen. Es ist eine ganz natürliche Folge davon, dass Trauma seit Jahrhunderten immer nur weitergereicht wurde an die nächste Generation. Ja. Und ich freue mich eher daran, dass jetzt diese Arbeit so sehr schon zu spüren ist. Und mir ist ganz klar, dass es noch nicht mehr sind, als es sind. Aber das ist nicht das Wichtige. Weil das ist auch so ein Bewältigerdenken, ein Ziel zu haben. So, wenn man einem Prozess folgt, und das ist ein Prozess unter uns Menschen, dann schwingt man einfach mit dem mit, dann ist alles so, wie es ist.
Und man freut sich über jeden neuen kleinen Schritt, über eine Bewegung und so weiter. Und dadurch gerät man auch nicht in diese Verzweiflung, die ja niemanden stärken kann, auch einen selber gar nicht. Ne? Ja. Ja. Deswegen sind ja für mich auch genau die Wesen, die es geschafft haben, keinen Schaden anzurichten, die besten Lehrer. Absolut. Weil wie haben die das gemacht? Und wie machen die das untereinander? Wenn ich dich jetzt fragen würde, Maja, was denkst du, was ist der Grund, warum das der Menschen den Schaden angerichtet hat? Ist das nur das Ego? Oder was ist deine Erklärung? Ja, was soll es sonst sein? Was meinst du, was es sonst noch sein könnte? Ich weiß nicht, vielleicht eine ja, im Menschen angelegte Sache, die vielleicht ihn bestärkt, sich über andere erheben zu müssen oder, ich weiß es nicht. Was also ja auch schon wieder Ego wäre. Ja. Für mich ist es auch nicht das Ego, sondern das, sich das Ego getrennt hat vom Selbst. Wir brauchen ein Ego. Das ist ja das, was ich den Bewältiger oder die Beschützer nenne. Ja. Weil Ego hat so einen schlechten Ruf weg. Nach meinem Gefühl ist es einfach diese Möglichkeit, die wir haben, als man kann auch zum Ego sagen, unsere konditionierte Persönlichkeit, das ist ja das Ego. Solange die verbunden ist mit dem Selbst, hat sie Selbstführung und es ist alles gut, denn wir brauchen auch eine konditionierte Persönlichkeit, sonst könnten wir nicht als verkörpertes Wesen hier auf dieser Welt leben. Ja, das ginge nicht. Ich würde ständig, wenn ich nur mit meiner Seele unterwegs wäre, würde ich gegen jede Tür knallen. Meine Persönlichkeit hat gelernt, da macht's Bong und so weiter. Ja, um das mal einfach zu sagen. Aber diese Trennung, die irgendwann passiert bei jedem Menschen, sorgt dafür, dass einfach gar keine Orientierung mehr da ist und die Menschen eben nur noch im Außen nach Orientierung suchen, nach Wertschätzung suchen und so weiter. Solange oder wenn man wieder in meinen Veranstaltungen versuche ich Menschen ja wieder eine Selbsterfahrung zu verschaffen, dass sie das wirklich erleben, wie das ist, angebunden zu sein an sich selbst. Und sofort hört man auf, im Außen nach Wertschätzung zu suchen, weil man eine Kraft in sich trägt, die alles in einem wertschätzt und liebt. Und die wieder kennenzulernen, ist ein Hammer. Es ist einfach die Entdeckung für uns Menschen, dass wir aufhören dürfen, wie irre zu suchen und Kompromisse und Agreements zu machen, damit wir endlich dieses Gefühl haben, nachdem wir berechtigterweise Sehnsucht haben. Und wir haben das selber in uns, das ist der Wahnsinn. Aber woher soll man das als Mensch wissen, wenn man diesen Kontakt nicht mehr hat? Und für mich ist es nur ein Rückweg zu sich. Das andere ist aber, wie soll eine Seele sich entwickeln und reifen, eine verkörperte Seele, ohne so einen Weg, ohne all diese Schwierigkeiten und Hürden? Wie soll sie denn, das wäre wie, als wenn du als Läufer immer besser werden willst, als Hürdenläufer, es kommt aber nie eine Hürde. Ja, also die Seele braucht ja was zum Wachsen. Und für mich ist das nur einfach eine ganz sinnvolle Sache. Darin sehe ich einen Sinn in all den Schwierigkeiten, die auftreten, damit wir das durchdringen lernen und dann wieder zusammen auftauchen, also verbunden mit dieser Persönlichkeit.
Und wir haben dann auch zwei Möglichkeiten der Betrachtung. Ja, es ist schon sehr spannend, wenn wir mit unserer Persönlichkeit ein Problem betrachten, erscheint uns das riesig, es macht Angst und, und. Sobald ich Menschen dann in Kontakt bringe oder sie das selber können, dann, und sie sind in ihrem, mit ihrem Selbst verbunden, ist da nichts mehr. Es ist eine ruhige Insel, wo das ist kein Problem mehr. Da ist einfach so ein tiefes Vertrauen, da ist einfach ganz klar, dass man das irgendwie lösen wird. Auch wenn da eine Schwierigkeit ist, aber die Seele möchte ja einfach Erfahrungen machen. Und zu den Erfahrungen gehört auch Schmerz, Schwierigkeiten und so weiter. Nicht nur die ganze Zeit Freude. Also das wäre ein bisschen langweilig, ja. Und wenn man diese, wenn man das wieder spüren kann in sich, macht vieles auch nicht mehr so viel Angst, weil auf einer höheren Ebene eigentlich alles in Ordnung ist. Auch wenn die Welt in einer wirklich schlimmen Verfassung ist. Jetzt werden sich garantiert viele Menschen fragen, ja, aber wie macht man das? Woran erkenne ich das? Nicht wahr? Ja, deswegen habe ich mal die Frage an dich, Dieter, gibt es denn aktuell irgendein Thema für dich, wo du dir nicht sicher bist, ist das jetzt der Bewältiger, der mich da warnt vor etwas oder mein Selbst? Meine Intuition. Oder gibt es etwas, wo du genau weißt, das macht meinem Bewältiger Angst? Ja, ja, da kann ich prompt was sagen. Und zwar, seitdem ich mich mehr mit mir selber beschäftige und mit Themen, die in der Vergangenheit, aber auch jetzt noch da sind, ist bei mir so ein ganz großes Schlagwort Verlustangst. Mhm. Ja, also ganz schlimm. Du hast vorher schon gesagt, viele Führungskräfte wollen Führungskräfte sein, weil sie die Kontrolle nicht verlieren wollen. Ja. Ja. Viele wollen Führungskraft sein, damit sie genügend Geld verdienen. Ja. Also auch da nichts verlieren. Ja. Viele, ja, und bei mir ist das ein ausgeprägtes Thema und ich habe mich da auch sehr viel damit befasst. In einem meiner Podcasts habe ich es auch ein bisschen erläutert, dass das bei mir sogar vielleicht ein transgenerationales Thema ist, weil meine Mutter ja auch ein Kind verloren hat, die erste Tochter. Und die uns von Geburt an, wahrscheinlich noch im Mutterbauch, schon Hauptsache, es passiert nichts, ja, da darf nichts passieren. Das ist das, und genau mit diesem Thema bin ich aufgewachsen. Ja. Und ich habe auch immer wieder als Kind aufgeschaut zu den mutigen jungen Kerls, die da die Hänge runtergestürzt sind. Da war ich nie dabei. Ja. Ich war immer so ein bisschen in der Beobachterposition und habe dann abgewägt, könnte es da nicht Risiken geben und habe mich dadurch selber auch ein Stück weit gehemmt. Und das ist ein ganz großes Thema bei mir. Ja. Okay. Nun hast du jetzt gerade all das erzählt, was du schon erfahren hast, was du interpretierst oder zusammengesammelt hast. Jetzt wäre ja aber wahrscheinlich, kann dieses Thema sich nicht auflösen, weil du noch immer nicht weißt, was es für dich persönlich bedeutet. Und gibt es ein konkretes Beispiel, was du sagen könntest, was wäre denn ganz schlimm, was du verlieren könntest? Irgendetwas. Ja, also da gibt es also Beziehungen zu Personen, da leide ich besonders. Ja. Okay. Also das ist schon. Kannst du mal rausfinden, was dieser kindliche Anteil in dir, der die ganze Kindheit über mit dieser Verlustangst deiner Mama ja gelebt hat, was der eigentlich fühlt? Ja. Okay. Also, es geht jetzt nur um einen Anteil, nicht um dich als ganze Person. Dann frage ich diesen Anteil,
Wenn ich eine Beziehung verlieren würde, dann würde sich das wie anfühlen? Wie würdest du dich fühlen? Ich wäre verzweifelt. Ich würde mich die ganze Zeit hinterfragen. Nur wie du dich fühlst. Nur wie du dich fühlst. Wie ich mich fühle, okay. Ja. Also Verzweiflung. Und wenn ich Traurigkeit. So Traurigkeit, okay. Ja. Und wenn ich so verzweifelt und traurig bin, dann, wie geht's dann weiter? Dann ziehe ich mich zurück. Ja. Ich ziehe mich zurück, weil... Weil ich da eigentlich mit meinem Schmerz allein sein will. Da will ich mir auch nicht mehr helfen lassen. Ich möchte mir auf keinen Fall helfen lassen, wenn ich so viel Schmerz habe, weil, was befürchtet das Kind? Das Kind befürchtet, dass... dass die Schuld bei ihm liegt. Und wenn ich mich schuldig fühlen würde, dann, was wäre dann? Woran würde dich das erinnern? Das würde mich daran erinnern, ja, nicht mehr geliebt zu werden. Ah, das könnte die Folge sein, wenn du schuld wärst. Ja. Und wenn ein Kind nicht mehr geliebt wird, was bedeutet das für dieses Kind? Gute Frage, ja. Dass, dass es ja, diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, mir fallen gerade die Worte nicht so richtig ein, aber dass es halt diese Anerkennung nicht bekommt. Ja. Um keine Anerkennung? Und wird es noch beschützt? Nein. Wenn wir jetzt noch weitermachen, endet es wie fast alle diese Ketten, diese Wenn-Dann-Ketten, dass das Kind Angst hat zu sterben. Das ist immer das Ende. Und es ist wirklich unglaublich, dass man da mal deutlich fühlen kann, wie ernst das ist, dass so ein Anteil in einem denkt, er stirbt, wenn das und das passiert. Dazwischen liegt aber eine lange Kette an Gefühlen und Erinnerungen, die mal Ereignisse, die mal stattgefunden haben. Für dieses Kind in dir ist das ganz real. Fühlt sich dann dieser Teil auch schuldig an dem Tod oder dass deine Schwester gestorben ist und nicht dieses Kind in dir? Hat dieses Gefühl der Schuld etwas damit zu tun? Glaube ich jetzt nicht, nein. Gut, okay. Also wenn dann im Unterbewusstsein, aber so spontan ist aus reinem Bauch und nein. Nein, wenn du es nicht glaubst, dann ist es so auch nicht. Das muss auch gar nicht, weil ich wollte es nur nicht ungefragt lassen. Jetzt will ich mal ein Experiment mit dir machen. Okay. Jetzt versuche ich mal, dass wir beide in diese innere Präsenz kommen. Und sag dir dann, wie es weitergeht, okay? Okay. Also, stell dir einmal vor, du hast
hier und hier eine Wand. Ja? Mhm. Kannst die Augen auch zumachen, damit, da geht es bestimmt besser. Du hast jetzt hier eine Wand, also zwei Wände hast du. Du brauchst die Hände gar nicht mitnehmen. Ich wollte es dir nur zeigen. Mhm. Du stellst dir das vor, du hast da zwei Wände, links und rechts, die sind sehr eng. Und dann atmest du sehr tief ein und sehr lange aus, denn beim Ausatmen schiebst du diese Wände immer ein Stück mehr auseinander. Immer erneut auseinander. Bis du so ein Gefühl von innerer Weite hast. Wenn das bei dir so weit ist, dann nicke einfach. Jetzt lade dieses Kind einmal ein in diesen schönen, großen, weiten, friedlichen Raum. Wie geht es ihm dort? Ihm geht es sehr gut. Und was denkt es jetzt? Kann es irgendetwas verlieren? Kann ihm etwas zustoßen? Nein. Es ist fröhlich. Sehr gut. Das könntest du diesem Kind jetzt immer nach dem Aufwachen oder vom Einschlafen schenken, dass es in deinem Selbst einen Raum finden kann, wo es ganz sicher ist. Mhm. Und wenn du dieses Kind jetzt einmal fragst, was ist denn seine stärkste Ressource, die es hat und die es nicht mehr kennt, weil es so oft Angst hat. Was sagt es? Selbstvertrauen. Mhm. Selbstvertrauen. Jetzt könntest du noch den Beschützer ebenfalls einladen, der die Strategie gefunden hat, sich zurückzuziehen, wenn dieses Kind Angst bekommt. Du könntest ihn fragen, ob er auch in diesen Raum kommen möchte und sich mal sicher fühlen will und geborgen. Ja, ich glaube, er will in den Raum. Okay, dann lass ihn eintreten. Ja, er ist ganz entspannt. Und dann frag ihn auch mal, bevor er diese
Aufgabe übernehmen musste, dich zu beschützen, was war da seine eigentliche kraftvolle Ressource, die er dafür aufgegeben hat? Ich glaube, das Vertrauen, dass alles gut wird. Und wenn diese beiden Anteile, der eine, der so viel Selbstvertrauen als Ressource hat, und der andere, der das Vertrauen hat, dass alles gut wird, wenn die sich zusammentun, was könnte denn dann mit der Angst werden in deinem Leben, dass du irgendetwas verlierst? Die wäre komplett weg. Was würden die denn damit machen? Kannst du diese Angst, diese Verlustangst mal visualisieren? Wie sieht die denn aus? Hat sie eine Form, eine Farbe? Das ist wie so eine graue Wolke. Und wenn du die beiden Anteile mit ihren Ressourcen des Vertrauens und des Selbstbewusstseins jetzt mal entscheiden lässt, was kann man denn mit so einer grauen Wolke machen? Die haben jetzt Superkräfte, die können alles machen. Könnten die Wolke wegpusten. Na dann, erleb es. Jetzt ist Sonnenschein. Das hast du sehr gut gemacht. Gratuliere dir. Dankeschön. Es tat richtig gut. Und du wirst sehen, Dieter, wenn du das, es braucht jetzt ein paar Tage der Wiederholung. Ja, diese beiden Anteile müssen erleben, dass das ernst gemeint war. Die reifen ja jetzt erst nach. Die sind ja noch sehr klein. Ja? Und ja, deswegen wäre es wichtig, dass du denen das jeden Tag gönnst. Und dazu brauchst du nicht immer wieder die ganze Übung machen, sondern du brauchst nur zu diesem Bild gehen. Schau dir die Wolke an. Schau dir die beiden Anteile an. Geh in ihre Kraft. Und dann guck, es kann auch passieren, du gehst morgen in das Bild und es gibt keine Wolke mehr. Das gibt es manchmal auch. Aber okay. Geh wieder hin. Ja. Auf jeden Fall, ja. Weil all das, was wir in unsere Vorstellung machen, also empfinden, findet ja statt für unser Gehirn. Es macht ja keinen Unterschied. Nur wenn wir es nur denken, dann macht es keinen Sinn. Also das erkläre ich jetzt nicht dir, sondern den Menschen, die das sehen. Wenn man zum Beispiel denkt, oh, ich stelle mir vor, ab morgen kommt immer Geld zu mir. Dann kommt kein Geld. Wenn man aber das tiefe Empfinden hat, Fülle zu erleben, dann kommt auch Fülle zu einem in jeglicher Hinsicht. Ja, aber das muss man fühlen. Und du hast gerade, das war sehr schön sichtbar, gefühlt und erlebt. Und dann finden diese Dinge statt. Ja, nur in einer anderen Welt als die, die wir sehen. Wobei man kann es sogar sehen. Also man kann es am Gesicht von einem Menschen sehen, was in ihm passiert. Ich finde das den schönsten Zauber, den es überhaupt gibt. Und ich danke dir auch, dass du dass du dich darauf eingelassen hast, weil dadurch das mal wahrnehmbar wurde, wovon wir hier reden, welchen Unterschied es macht, ob wir in einem Anteil unterwegs sind. Du warst erst in einem Traumaanteil, der Angst hatte, dann im Bewältiger
und dann ihm selbst. Und wenn die wieder in die Selbstanbindung kommen, ist mit ihnen alles in Ordnung. Ist auch, hörst du jetzt alles so frei in meinem Brustkorb. Ja, also kannst du nur sagen, dieses Thema der Traumaaufarbeitung und auch diese Technik, die du jetzt gezeigt hast, das tut einfach nur gut. Das tut einfach nur gut. Dankeschön. Ja, das stimmt. Ja. Es tut gut, wenn wir mit uns selber zusammenfinden. Ja. Und für einen Menschen, der zum Beispiel gerade als Führungskraft in einer Situation ist, wo er nicht mehr weiter weiß, würde schon helfen, wenn der kurz auf Toilette geht oder in einen anderen Raum, die Wände vor sich hinstellt, sie auseinanderatmet und in sich selbst weit wird, weil unsere konditionierte Persönlichkeit ist immer eng. Angst macht eng. Wenn wir mal so machen, ist das ganz eng. Ja, ja. Und da kann kein Selbst hinein, die Maschen sind zu eng. Wir brauchen Platz, weil unser Selbst ist ja die ganze Zeit da, das ist ja nicht irgendwo weggegangen. Es ist da, aber es findet keinen Raum, weil wir immer so sind innerlich. Oder so sind, ja. Aber der Hintergrund ist eben immer Angst. Und sobald wir uns weiten, kann überhaupt unser Kern wieder hineinströmen. Das ist die Vorbedingung, weil Gott sei Dank kann man das nicht manipulieren. Das ist richtig gut. Sonst absolut, hätten wir ja nichts mehr in Reserve, was wirklich zu unserer Heilung beitragen könnte, wenn wir das auch noch manipulieren könnten. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wow, das war jetzt mal auch für mich eine tolle Selbsterfahrung. Dankeschön dir, liebe Maja. Sehr gern.